Menschliche Zivilisationen sind, wenn man genau hinschaut, sehr, sehr unterschiedlich. Also man müsste schon wahnsinnig weit weggehen, sagen wir mal jetzt von irgendeinem Planeten im Andromeda-Nebel draufschauen mit einem Zivilisatometer oder so und messen zum Beispiel dann, wie die Unterschiede zwischen China, Südafrika, Kanada und Kuba sind, dann würde man sagen, naja, die sind sich schon sehr ähnlich. Aber sobald man genauer hinschaut, sieht man immer mehr Unterschiede. Aber alles haben sie alle gemeinsam. Irgendwann gehen sie unter. Irgendwann geht jede Zivilisation einfach unter. Da könnte man jetzt einwenden, naja, aber was ist mit China? Das gibt es jetzt schon so und so viele tausend Jahre. Selbst da würde ich sagen, hat es diverse Untergänge dann gegeben. Man könnte ja auch sagen, okay, Ägypten gibt es auch immer noch, aber mit dem Pharaonenreich hat das heutige Ägypten so wenig zu tun, wie das China der Ming-Dynastie, von dem ich praktisch gar nichts weiß, mit der heutigen Volksrepublik China. Also muss man da vielleicht trennen zwischen Zivilisation und Kultur. Es kann ja zum Beispiel auch sein, nachdem die NATO jetzt beschlossen hat, dass sie als nächstes einen großen Krieg gegen China und Russland führen will, in erster Linie gegen China, wodurch sie übrigens auch von der ehemals Nordatlantischen Vertragsorganisation zur Südpazifischen Kriegführungs- und Kriegsbeginn, also Angriffsorganisation geworden ist, aber das ist heute nicht mein Thema. Wenn jedenfalls die NATO demnächst dann diesen Krieg beginnt gegen China und den so durchführt, wie er jetzt kürzlich in Spanien geplant und vorgesehen wurde, dann wird da ziemlich viel untergehen. Also dann werden sowohl die Volksrepublik China als auch die NATO aus der Weltgeschichte verschwinden und wahrscheinlich auch für Jahrhunderte nicht mehr bewohnbar sein. Da sieht man, wie das gehen kann. Also dann kann es sein, dass die Kultur der Vereinigten Staaten zum Beispiel jetzt als einen Beteiligten noch weiterlebt, indem zum Beispiel in Südafrika immer noch Coca-Cola hergestellt wird oder Hip-Hop gemacht wird. Auch wenn dann der größte Teil der US-amerikanischen Kultur verschwunden sein wird, nämlich diese Kriegsbesessenheit und die Besessenheit davon, die ganze Welt zu ihrem Nutzen zu beherrschen, bleibt also trotzdem ein Teil von der Kultur erhalten, aber die Zivilisation als solche, die US-amerikanische, wird dann weg sein. Und so ist es schon viele Zivilisationen gegangen und bei manchen davon, könnt ihr jetzt nicht sagen, bei welchem Anteil, aber bei manchen davon ist sehr auffällig, dass die sehr schnell, regelrecht kollabiert sind, also so in sich zusammengefallen innerhalb sehr kurzer Zeit. Als Beispiel fällt mir natürlich das Römische Reich ein, wo man die Stadt Rom damals wirklich als Mittelpunkt der Welt gesehen hat. Es war eine der ersten Millionenmetropolen und innerhalb von nicht einmal 150 Jahren hat da fast niemand mehr gewohnt, ein paar hundert Leute. Und auch der Rest von dem Reich, da finden Archäologen dann so interessante Dinge, wie das zum Beispiel in einem nordwestlichen Außenposten vom Römischen Reich jetzt in Großbritannien sich eine Schicht gebildet hat. Also da gräbt macht man dann so Ausgrabungen und dann hat sich so eine Schicht gebildet, die besteht aus einem bestimmten Metall, nämlich aus Münzen. Also offenbar hat es da eine sehr kurze Zeit, vielleicht ein paar Jahre gegeben, wo die Leute das Geld förmlich weggeschmissen haben, weil es nichts mehr wert war. Das ist ein deutliches Zeichen dafür, dass da eine Zivilisation kollabiert ist innerhalb kürzester Zeit. Anderes Beispiel wäre die Zivilisation der Maya in Südamerika, wo man nicht genau weiß, wie das gegangen ist. Aber es gibt Theorien darüber, unter anderem und führend von Joseph Tainter vertreten, die darauf hindeuten, dass es an der Komplexität liegt. Also dass Zivilisationen gelegentlich so komplex werden, so stark vernetzt und aufwendig in dieser Vernetzung, dass sie daran praktisch an sich selbst dann zerbrechen und total zerbröseln. Weil, das ist dann die Theorie dahinter, diese Komplexität einen Aufwand erfordert, der sich selbst nicht mehr tragen kann. Das wird schlicht und einfach zu anstrengend. Der Nutzen, der dabei rausspringt, ist zu gering und dann löst sich das einfach in kürzester Zeit auf. Das heißt nicht, dass dann immer gleich das Ganze ausstirbt komplett, aber es begibt sich zumindest auf ein Level wesentlich geringerer Komplexität und geht dann irgendwie anders weiter. Jetzt gibt es Gelehrte und Nicht-Gelehrte wie mich, die denken oder vermuten, dass wir momentan den Zusammenbruch unserer Zivilisation erleben. Da werden jetzt Einwände kommen, die dann sagen, naja, aber in dem Fall ist es ja jetzt was anderes, weil damals gab es das Römische Reich, es war nur ein kleiner Teil der Welt und jetzt ist es ja die ganze Welt
die dann praktisch zusammenbrechen müsste. Aber diesen Einwänden kann man recht leicht begegnen. Erstens war das Römische Reich für sich ja auch die ganze Welt. Die Römer hatten wenig oder gar keine Ahnung von China, von Amerika wahrscheinlich auch nicht wirklich. Und dann ist es ja auch so, dass wir jetzt immer sagen, wir sind die westliche Zivilisation, wir sind die G7, die mächtigsten und wirtschaftskräftigsten Staaten der Welt. Aber es stimmt ja schon lange nicht mehr. Das, was wir jetzt hier, sagen wir mal in Deutschland, als den Westen oder die Macht, die Wirtschaftsmacht der Welt empfinden, wenn man dann immer in der Zeitung liest, die Welt schaut nach Davos und sowas, das ist ja nicht die Welt. Das sind 10-15% von der Weltbevölkerung. Die Gegenorganisation, die sogenannten BRICS-Staaten, also Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, die haben 55% der Weltbevölkerung, wesentlich mehr Fläche, inzwischen auch mehr Wirtschaftsleistung. Also es geht eigentlich nur um einen winzig kleinen Teil der Welt, der sich der Westen nennt oder die NATO und ihre Verbündeten. Und der, glauben eben viele, geht momentan unter, in einem Kollaps. Das kann man an vielen Kleinigkeiten dann feststellen, wenn man sich auf den Aspekt der Komplexität konzentriert. Man könnte dann zum Beispiel sagen, solche Reiche oder solche Zivilisationen kommen an einen Punkt, wo die Projekte, mit denen sie immer weiter wachsen wollen, das ist ja ein schweres Schicksal der Menschheit, dass sie diesen Wahn hat, immer weiter wachsen und sich entwickeln zu wollen, wo die Projekte, die dafür nötig wären, zu kompliziert werden und sich dann nicht mehr verwirklichen lassen. Da könnte man jetzt sagen, sowas wie zum Beispiel der Stuttgarter Hauptbahnhof klingt lächerlich oder die Münchner zweite Stammstrecke oder der Transrapid. Das waren so Indizien. Das ist ja nicht das, woran dann eine Zivilisation zerbricht, sondern es sind so kleine Indizien, das stemmen die nimmer, könnte man von außen sagen. Das funktioniert jetzt nicht mehr. Das hat jetzt einen Punkt erreicht, wo es so kompliziert wird, dass die das einfach nicht mehr fertig kriegen. Auch weil im Endeffekt dann ja, wie der Theorie das entsprechend hätte, der Nutzen, der dabei rauskommt, sich einfach nicht mehr lohnt. Im Fall von diesem Stuttgarter Hauptbahnhof geht es ja zum Beispiel nur darum, dass man irgendwie 10 Minuten Fahrzeit gewinnt und das wird wahrscheinlich gar nicht funktionieren und dafür können weniger Leute fahren. Das ist komplett hirnrissig. Auch bei der Münchner S-Bahn-Stammstrecke könnte man was Ähnliches sagen. Da gibt es aber auch noch andere Geschichten, zum Beispiel mit der Energieerzeugung. Die ganze Geschichte der menschlichen Zivilisation in den letzten 200-300 Jahren beruht ja eigentlich nur darauf, dass Energie frei verfügbar da war und benutzbar war. Da hat man dann immer einerseits die Folgen dessen, wie man die Energie verwendet, zum Fortschreiten und Fortschritt machen, immer so in die Zukunft verschoben. Also man hat immer gesagt, okay, jetzt haben wir hier die Kohle in den Kraftwerken drin, dadurch verrußen wir alles und die Leute sterben dann an den Giftgasen und es wird alles schwefelig und so. Naja, aber da findet man schon eine technische Lösung. Da muss halt einfach der Fortschritt weitergehen. Da hat man die Atomkraftwerke erfunden und hat dann gesagt, ja, da fällt aber jede Menge so Zeug ab, was dann als Müll übrig bleibt, den man 500.000 Jahre oder so sicher aufbewahren muss. Und da wird es dann schon so ein bisschen strange, weil da stellt man sich dann vor, 500.000 Jahre, so lange hat noch nie, wahrscheinlich im ganzen Universum, keine Zivilisation gehalten. Das heißt, es werden 2, 3, 4, 5 oder 100 Zivilisationen kommen in dieser Zeit, möglicherweise auch 1000, die keine Ahnung mehr haben von dem, was vorher waren. Die gehen dann irgendwann in so einen Keller, das ist ein beliebtes Bild, und finden dann so ein Symbol an der Tür, wo sie nicht genau wissen, was das ist. Und hinter der Tür ist dann Plutonium. Kann man sagen, das geht uns nichts an. Aber die andere Geschichte mit der Energieerzeugung ist natürlich die, dass man die Probleme in die Zukunft verschiebt, dass man aber andererseits immer komplexere Wege dafür findet, weil ja immer mehr Energie erzeugt werden muss. Weil ständig die Energie irgendwie erst überflüssig da ist, dann kann man was Neues erfinden und dann reicht es gerade dafür und dann braucht man wieder mehr Energie. Auch da ist die westliche Zivilisation an dem Punkt angelangt, wo es nicht mehr weitergeht. Da hat man lange davon geträumt, dass dann die Kernfusionsenergie kommt, die wird sicher nicht kommen. Das ist so einer von den Träumen, die zu komplex sind, die sich nicht mehr verwirklichen lassen. Momentan sind wir da jetzt eher in so einem Rückschritt begriffen. Da hat man gerade die Atomenergie abgeschafft, ein bisschen in einigen Ländern. Und jetzt führt man sie halt wieder ein, so als Zukunftstechnologie, weil man offenbar inzwischen wieder vergessen hat, was passieren kann. Und auch die Geschichte mit den Kellern, in denen das Plutonium liegt, die hat man offenbar auch wieder vergessen. Es geht wieder so lang gut, bis es irgendwo Bumm macht und irgendwas explodiert. Dann überlegt man sich wieder was Neues. Also da ist offenbar ein Punkt erreicht,
an dem was noch Komplexeres als jetzt so ein Atomkraftwerk nicht mehr realistisch ist. Da könnte man sagen, der Zivilisationszusammenbruch, also der Kollaps, ist vielleicht auch daran spürbar, dass dann eine neue faschistische Bewegung daherkommt und sagt, wir müssen zurück auf ein früheres Level. Wie jetzt in Deutschland zum Beispiel die Grünen dann sagen, wir müssen mit Wind und Sonne unsere Energie erzeugen. Und dahinter steht das Argument, dass das ressourcenschonend ist, was natürlich völliger Quatsch ist, weil Wind und Sonne sind feine Möglichkeiten, Energie zu erzeugen. Man braucht dafür aber wesentlich mehr Ressourcen als für jede andere Form von Energie, weil so wenig Energie darin gespeichert ist, in den Dingen, die man da in Gang setzt. Das heißt, man muss wesentlich größere Teile der Landschaft und letztlich der Natur zerstören, betonieren, zupflastern mit Solarpanels, als zuvor jetzt mit den letzten Exzessen mit der Atomenergie oder mit Kohlekraftwerken. Aber der Grundgedanke war ja der, man geht zurück auf ein früheres Level, wie das zum Beispiel ja auch diverse Zivilisationen schon mal in der Geschichte probiert haben. Mir fällt da der Diktator Pol Pot ein, Kambodscha. Der meinte, der war ja kein dummer Mann, sondern eigentlich recht intelligent und gebildet und meinte, wir können den Sozialismus und eine vernünftige Gesellschaft bei uns durchsetzen, aber erst, wenn wir praktisch so ein Stück zurück Richtung Steinzeit, nämlich auf so eine Agrarstufe wieder gekommen sind. Und dafür sind dann Massenmorde durchgeführt worden, könnte man sagen. Vielleicht haben die Nazis im Dritten Reich eine ähnliche Idee gehabt. Aber das läuft letztlich dann auf eine Unmenschlichkeit in einem solchen Ausmaß hinaus, auf Massenmorde in einem solchen Ausmaß, dass man schon hier von einem Zusammenbruch der Zivilisation generell sprechen könnte. Während sich das, was die Grünen bei uns jetzt momentan versuchen, dagegen total hilflos ausnimmt, weil sie zwar einerseits auf den Massenmord verzichten, aber andererseits überhaupt keine Ahnung haben, wo sie eigentlich hinwollen. Sie sagen, sie wollen Ressourcen schonen, andererseits wollen sie aber wesentlich mehr Ressourcen zerstören und verbrauchen. Also sie wollen ursprünglich einmal sich bescheiden und sparen, andererseits wollen sie aber weiter wachsen. Und das ist komplett widersprüchlich und damit auch ein deutliches Zeichen für den Zusammenbruch einer Zivilisation, die daran scheitert, dass sie zu komplex geworden ist. Nun ist es meistens für die Beteiligten eine ziemliche Katastrophe, wenn so eine Gesellschaft oder so eine Zivilisation kollabiert. Es verschwindet halt plötzlich der größte Teil von dem gewohnten Wohlstand. Die Leute müssen weg oder werden vertrieben. Und meistens, es geht ja doch über einen gewissen Zeitraum. Es geht jetzt zwar recht schnell, weltgeschichtlich gesehen, aber über einen gewissen Zeitraum. Und meistens konzentriert sich dann erstmal der verbliebene Wohlstand und Reichtum bei den Mächtigen. Es war in Rom so, die dann halt abgehaut sind und ihr Gold mitgenommen haben. Ist momentan bei uns sehr deutlich zu beobachten, an der Tendenz, dass man halt bei den ärmeren Leuten, bei den Armen, den Ärmeren und den weniger Reichen einfach alles einsammelt, was noch da ist und ihnen erklärt, ihr werdet nichts mehr besitzen und trotzdem werden wir euch schon irgendwie glücklich halten. Und das zu den Reichen hinaufschaufelt, sodass die mit einem natürlich völlig aufgeblähten Vermögen die Ressourcen der Welt, die noch da sind, dann praktisch exklusiv für sich haben können. Das Problem dabei ist aber dann natürlich, dass irgendwann auch diese Mächtigen und Reichen mit ihrer Zivilisation untergehen und dann auch nichts mehr haben. Da geht ja dann immer auch viel verloren von den Techniken, von den Überlieferungen solcher Zivilisationen. Die Literatur verschwindet, die Kunst ist weg. Man steht dann wie im alten Rom zum Beispiel vor einem Kolosseum, wo die Leute Steine raustragen, um sich Hütten zu bauen. Und wenn sie dann einer fragt, was ist denn eigentlich dieses Kolosseum da, wofür ist denn das oder wofür waren das mal gut, dann sagen die, keine Ahnung, die Überlieferung ist weg. Man erfährt über große Entfernungen auch nichts mehr. Man kann sich das vielleicht bei dem jetzt beginnenden oder laufenden Zusammenbruch so vorstellen, dass unsere Gesellschaft ja größtenteils auf Elektrizität beruht und ein großer Teil der Bevölkerung inzwischen auch gar nicht mehr in der wirklichen Welt lebt, sondern sich praktisch mit so einem Surrogat zufrieden gibt und sagt, ich bin im Internet. Aber durch die Überforderung der Energiestrukturen und der Logistik und dadurch, dass die Energie einfach zusammenbricht, auch weil man das bewusst herbeiführt, wird sich natürlich das auch so ergeben, dass dann in bestimmten Randbereichen, erst in den ärmeren Provinzen oder so, kein Internet mehr da ist, weil der Strom einfach nicht mehr produziert werden kann. Und irgendwann verschwindet er dann ganz. Dann stehen in einem doch relativ großen Reich
Millionen oder hunderte Millionen von Menschen herum und wissen nicht mehr, wo sie sind, wo sie dazugehören, haben keinen Kontakt mehr. Die Telefone funktionieren vielleicht auch nicht mehr. Das Fernsehen ist aus, der Radio ist weg. Man weiß nicht mehr, wozu man gehört. Man weiß nicht mehr, worin eigentlich die verbindenden Elemente dieser Zivilisation bestanden haben, weil die weg sind. Ich glaube, es wird relativ schnell gehen, dass man sich an ein Internet nicht mehr erinnert. Wenn du lasst es mal 50, 60 oder meinetwegen 100 Jahre weg sein und fragt dann in der fünften Generation jemanden, was er von Facebook weiß. Es wird niemand mehr sagen können, was das irgendwann mal war. Und man wird diesmal auch kaum irgendwelche Ruinen finden, wo man dann Archäologen hinschicken kann und sagen, deutet uns das doch bitte mal. Also das läuft immer so langsam dann zusammen, könnte man sagen, als Regel. Vielleicht bleiben am Schluss noch die Städte übrig, die dann sich den Rest der Energie noch verschaffen, wo dann die letzten Dattler noch da sitzen und irgendwas auf Twitter eingeben, aber es können auch nur die Leute in den Städten dann lesen, die anderen nimmer. Möglicherweise wird es auch andersrum laufen, weil die Städte so zubetoniert werden, dass sie immer heißer werden und man dort einfach gar nicht mehr leben kann und man sich den Strom für die Kühlung auch nicht mehr leisten kann. Das sind alles, da kann man nur spekulieren bei solchen Dingen. Aber sicher ist, es wird zusammenbrechen. Das lässt sich auf die Dauer nicht aufrechterhalten. Ja, und was passiert dann? Unsere Mächtigen versuchen uns in den letzten Jahren mit so vielen Katastrophen Angst zu machen, dass ich jetzt keine Lust habe, schon wieder eine Katastrophe zu beschwören. Es wird wahrscheinlich einfach ein friedlicher Untergang sein. Die Leute kriegen dann keine Kinder mehr. Viele sterben natürlich früher, weil das Medizinsystem auch nicht mehr funktioniert. Aber irgendwie wird sich das schon einpendeln über die Jahrzehnte. Es ist halt so eine Art langsame Katastrophe. Aber Katastrophe nur für die, die vorher da waren und das befürchten. Für die Leute, die in den 100 oder 150 Jahren, wo das abläuft, dabei sind, ist es vielleicht eine schwere Zeit, aber die werden trotzdem auch was zum Lachen haben. Die werden neue Wege finden, wie man sich ernährt, wie man in der Welt zurechtkommt. Es geht uns ja auch nichts an, ist ja alles erst in der Zukunft. Andererseits fällt mir ein einziges positives Beispiel ein von einer Gesellschaft, die so komplex wurde, dass sie am Zusammenbrechen war, am Kollabieren und es dann aber geschafft hat, sich so zu transformieren, dass sie tatsächlich weiterleben hat können. Das war das Byzantinische Reich, also so ein Rest von dem Römischen Reich im Osten, nachdem das Weströmische Reich dann schon endgültig weg war, wo eine ähnliche Geschichte abgelaufen ist. Also die Ressourcen wurden immer weniger, die ganze Geschichte wurde immer komplexer und man hat dann eine relativ einfache Lösung gefunden, um dem Zusammenbruch zu entgehen. Das wäre vielleicht sogar eine Lösung, die man der heutigen Gesellschaft dringend empfehlen müsste. Die Byzantiner haben damals schlicht und einfach beschlossen, ihre Armee aufzulösen, ihr Militär komplett aufzulösen. Die standen dauernd unter Angriffen von außen, haben dann aber gesagt, nein, es funktioniert einfach nicht mehr. Wir probieren jetzt mal, was passiert, wenn wir das auflösen. Dann bekamen die Angehörigen vom Militär, die Soldaten halt, wie das römischer Sitte entsprach, einfach so kleine Stücke Land und wurden dann dahin geschickt und gesagt, ihr seid jetzt Bauern, ihr könnt damit machen, was ihr wollt. Das ist zwar nicht euer Grund, weil Grundbesitz in dem Sinn gab es noch nicht, aber der gehört euch auf die Dauer eures Lebens und ihr könnt damit machen, was ihr wollt. Dadurch sind die Städte auch dann zum Teil ausgestorben, weil die sich nicht mehr erhalten ließen, weil sie zu komplex waren. Sind am Ende bloß noch irgendwie so Burgen oben auf dem Berg oder sowas übrig geblieben. Aber das Land blieb bevölkert und auch bewirtschaftet. Und es hat sich herausgestellt, es funktioniert. Das Militär ist überhaupt nicht nötig. Die auswärtigen Armeen, die dann immer irgendwann einmal gekommen sind, die haben keinen Gegner vorgefunden. Die konnten aber auch nicht alles erobern, weil so hunderttausende kleine Bauernhöfe, wo jeder von diesen Bauern früher mal Soldat war und dann gesagt hat, ja, kommt's halt, wird schon sehen. Das überfordert jeden dann. Also das wäre der einzige Fall aus der Weltgeschichte, den ich weiß auch nicht alles, aber der mir jetzt einfällt, wo tatsächlich der Kollaps einer Zivilisation dadurch abgewendet wurde, dass sich die Zivilisation freiwillig auf ein niedrigeres Level, auf ein weniger komplexes Level begeben hat, einfach indem sie ihre Armee aufgelöst hat. Doch vielleicht gar kein schlechtes Vorbild.